Willkommen zurück, Super Mario Freunde, hier bei New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir haben im letzten Part, ja, eher schlecht als recht, die Kandismin abgeschlossen. Roy ist besiegt und der Weg zur nächsten Welt steht uns offen. Und es ist die Zuckerwatten-Wolkenzone. Ja, die Wolkenwelt in diesem Spiel. Eine sehr schöne Welt und auch sehr bunt. Die Wolken haben unterschiedliche Farben. Und ja, mir gefällt es. Zuckerwattenwolken klingt natürlich auch sehr, ja, verführerisch. Ich liebe Zuckerwatte. Ist nur ein bisschen ekelhaft, dass wir hier drüber laufen. Aber okay. Los geht es in Zuckerwattenwolke Zone 1. Ein Himmel voller Blöcke. Wolkenwelten sind natürlich, ja, voller Gefahren. Also, wir werden sicher den einen oder anderen Absturz haben. Feisthörnchen gibt's hier auch. Gibt's denn hier auch? Scheinbar nicht. Ein Item für mich. Ja. Ich denke, das hat sich jetzt erledigt. Es hätte hier bestimmt eine... eine Eichel gegeben. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch eine. Es gibt ein Trampolin. Oh mein Gott. Und da ist eine Starcoin. Hilfe! Okay. Jetzt auch eine Starcoin. Das ist die erste. Okay, aber wo ist dann... Soll ich jetzt zurücklaufen? Ah ne, wir kommen hier raus. Das gibt's doch nicht. Nein, geht weg. Okay, wir leben. Also ich hätte jetzt gerne einen Checkpoint, damit ich groß werde. Oder einfach so einen Pilz. Ah ja, da ist er. Na gut, dann kann es weitergehen. Soll ich den Koopa mitnehmen? Oh, es gibt hier tatsächlich eine Eichel. Sehr schön. Ach, ich bin so blöd. Ich habe oben auf die Röhren geguckt, ob ich da vielleicht reingehen sollte. Hat sich jetzt sowieso erledigt. Ich sehe schon, es geht weiter, wie es im letzten Part aufgehört hat. Fail. Fail. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Wolke kaputt geht, wenn ich eine Stumpfattacke ausführe. Aber ich hatte keine wirkliche Wahl. So viele riesige Piranha-Pflanzen. Aber ja, ich würde sagen, das ging nochmal ganz so gut aus. Erstes Level. Ja. Das Wolkenthema wurde gut rübergebracht, würde ich sagen. Hat mir auf jeden Fall gefallen. War auch nicht zu schwer. Dass die zwei Starcoins so nah hintereinander waren, hat mich ein bisschen irritiert. Ist aber nicht weiter schlimm. Füllen wir erstmal unser Item-Inventar auf. Ich hätte gerne, naja, was ich halt kriege. Eine Eisblume, okay. Okay, dann hole ich mir erstmal eine Eisblume und dann den Toad. Und ob wir dann ein oder zwei kriegen, ist ja eigentlich egal. Geh du schon mal rüber. Oh, ich glaube, das ist ein Bowser, oder? Oh, nee, doch nicht. Oh, wir haben es perfekt gemacht. Okay, zwei Eisblumen. Unser Inventar ist ja etwas leer geworden. Von daher nehme ich das ganz gerne an. Und dann machen wir mal weiter hier auf dem Pilz. Sieht ein bisschen aus wie ein Donut. Zuckerwattenwolke Zone 2. VIP-Pilz-Rodeo. Oh. Das klingt gar nicht so gut. Naja, mal schauen. Wobei. Ja gut, die bewegen sich halt abhängig von meinem ja, von der Stelle, an der ich halt stehe. Das sind halt Wippen. Es gibt ja auch die einen Pilze, die sich von sich aus bewegen.
Okay. Ich verstehe schon. Zu einfach soll es natürlich nicht sein. Und ohne Yoshi kommt man hier nicht dran. Ist in Ordnung. Paragumba. Schmecken auch gut. Yoshi frisst ja sowieso alles. Oder fast alles. Mal Brüder mag er nicht. Ich glaube, die sind ihm einfach zu groß. Hui. Okay. Komme ich da oben vielleicht rein? Nein! Uah. Ich probiere es nochmal aus, aber... Ich mache hier erstmal alles sicher. Nein. So, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay. Auch da nicht. So, Checkpoint. Und erst eine Starcoin. Eine Eisblume. Und hier geht's nicht rein, okay. Ja, ja, ist alles in Ordnung so. Ich nehme. Oh, natürlich gibt's hier Lucky Twos. Von denen werden wir sicher auch noch einige finden, hier in der Wolkenwelt. Du Arschloch. Du verdammtes Arschloch. So, wo werde ich Yoshi jetzt brauchen? Irgendwo werde ich ihn ja sicher brauchen. Vielleicht kriege ich ja hier noch einen. Ah, perfekt. So. Bei Lucky Two kann er sogar den Panzer runterschlucken. Und hier ist die zweite Starcoin. Perfekt. Okay, die Ausfahrbahnpilze. Das gefällt mir gerade gar nicht. Da könnte ein Yoshi drin sein, deswegen lasse ich es mal. Okay, und hier kommen wir auch so rein, ohne die Hilfe der Fuzzies. Und hier ist eine Starcoin. Schon. Ach, springe ich halt ab. Hat, glaube ich, auch so funktioniert. Aber naja. Wir haben sie auf jeden Fall. Alles gut, Yoshi. Alles gut. Und ein Leben kriegen wir auch. Okay. Ich muss sagen, bisher finde ich die Wolkenwelt einfacher als die Bergwelt. Ja. Das hat mein Eindruck. Mal gucken, ob der sich so halten wird. Wir haben ja auch erst 2 Level gesehen. So, da geht es auch schon zum ersten Turm. Jetzt haben wir 3 Eis im Inventar, super. Und eine so schon dabei. So, Zuckerwattenwolkenzone 3, Hin- und Her-Hügel. Das klingt auch wieder nach sehr beweglichen Plattformen. Oh. Ja gut. Gott, sind die schnell. Und dann so langsam zurück. Oh, ich habe unten auf die Starcoin geguckt, wie ich da rankommen soll. Und überlegt. Von daher ist es gar nicht so schwer. Ich bin einfach nur blöd und habe mich gerade treffen lassen. Vielleicht muss man sich nur bücken. Ist nicht so schwer. So. Hier ist eine Eisblume. Die ich vielleicht hätte aufbewahren sollen. Da geht es auf jeden Fall nicht rein. Schade. Der hätte gut was sein können. So. Ja, das war auch blöd. Was war das? Wieso hat er sich gedreht? Ich wollte doch nur auf den... Okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Hätte er sich nicht drehen sollen. Er hätte,
Ich wollte halt einen zweiten Sprung ausführen auf dem Kugelwilli. Aber das Spiel wollte das wohl nicht so, wie ich es wollte. Denn wenn man auf dem Kugelwilli springt und nochmal springen drückt, kommt man natürlich höher. Wenn ich es nicht mache, passiert nichts. Ja gut. Ach, ich bin auch jetzt wieder schlecht. So, da oben ist nicht, das weiß ich ja jetzt. Ich kann das auch von hier machen. Ich muss gar nicht auf den einen Kugelwilli springen. Oh, ich bin ja so blöd. Hilfe. Jetzt ist hier gar nichts, oder was? Ja, vielleicht komme ich von hier weiter. Ach, nein, das ist der normale. Ach, ihr könnt mich mal. Und hier ist das Geheim. Wow. Das Geheim. Ach, das ist auch das, was hier so. Ja. Alles schief gegangen. Oh, der Stern wird verlängert. Hier oben ist doch was, oder? Das dachte ich mir. So, Starcoin Nummer 2 haben wir. Sehr gut, jetzt nur noch hier durchkommen. Was ist hier hinter der Wolke? Nichts. Okay, hier geht's wieder runter. Ne, hier geht's ja doch runter. Das ist die Frage, ob ich hier runtergehen soll. Ach, ich glaube nicht. Was ist hier? Nichts. Aber hier geht's rein. Für nichts? Neue Eisblume. Und ein Powerblock. Den nehme ich mal mit. Nein, meine Starcoin. Nein. Ich hätte sie im Flug abfangen können. Ach, verdammt. Oh, ich habe auf dem einen Kugelwilli nicht richtig gesprungen und dann habe ich sie nicht mehr bekommen. Aber ich dachte mir, dass die da oben rauskommt. Weil die Plattform halt einfach so unnötig da oben war. Nur dann habe ich irgendwie alles falsch gemacht. Naja gut, ich weiß jetzt, wie es geht. Da unten her muss ich jetzt nicht gehen. So, Eisblume. Die muss ich eigentlich auch nicht aus dem Weg räumen. Die sollen ja alle hier kaputt gehen. Es wird auch nicht zu schnell. Ich sollte nicht zu schnell sein, weil ich habe Angst, dass die Starcoin despawnt. Ich sollte allerdings auch nicht auf die Starcoin gucken, sondern auf mich. Ach, hallo Mopsy. Na gut, ein Item brauchen wir. Oh, ich könnte den Propellerpilz nehmen. Aber ein Item brauchen wir eigentlich nicht, weil wir ja hier sofort einen Pilz ohne eine Eisblume kriegen. Ich könnte natürlich auch mehr mit der Eisblume arbeiten. Denn so ein gefrorener Kugelwilli ist natürlich auch eine gute Plattform zum Stehen. Auch nicht schlecht. Na, damit komme ich nicht hoch genug. Ah, verdammt.
Ah, das gibt's doch nicht! Soll ich den Propeller... Ne, ich will den Propellerpilz nicht... Hab ich den überhaupt schon... Ne, ich hab den noch nicht benutzt. Oh. Ich versuch's noch einmal so, und sonst nehme ich den Propellerpilz. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier ewig für die eine Stelle zu brauchen. So, den Kugelwilli nehme ich jetzt mal mit. Aber der geht hiervon auch kaputt, oder? Nee, geht er nicht. Jetzt bin ich zu langsam. Ach, verdammt. Jetzt einfach nur noch hier durchkommen. Ah! Egal. Wir haben es geschafft. Wir kriegen auch wieder ein Item. So. Was gibt's denn hier? Eine Feuerblume. Okay. Das Item-Inventar füllt sich wieder. So, dann hole ich mal eben Mopsy vom Wippels-Rodeo runter. Das könnte auch eine Herausforderung werden. Na, komm schon! Nein, wie kann das denn? Ach, du blöd, Mann. Dabei habe ich mich gar nicht so dumm angestellt. Ich habe mich zwar treffen lassen, das hätte nicht sein müssen, aber... Naja. Na gut, dann halten wir uns gar nicht lange mit Mopsy auf. So, dann gib mir mal die Power-Eichel. Oh, jetzt haben wir Mopsy in jeder Welt erwischt. Sehr schön. Das gefällt mir. So, und was sehen wir da? Zuckerwattenwolkenzone Turm. Schieb-Schieb-Turm. Aber nicht Schieb-Schieb, sondern Schieb-Schieb. Und dort ist nicht Bum-Bum, sondern Kamek. Okay. Dann freue ich mich mal darauf, dass wir gegen Kamek kämpfen können. Ich sag dazu gar nichts. Ich weiß nicht, wie das jetzt passieren konnte. Das war wirklich peinlich. Ich dachte, ich war oben auf der Plattform und habe dann geguckt, ob da bei dem Feuerbruder was sein kann. Und habe gar nicht gemerkt, dass ich da runterrutsche. Weil ich halt nicht auf der Plattform war, sondern... Naja, ich weiß auch nicht, wo ich war. Blöd, Mann. Das ist hier einfach gar nichts. Ja, dann nicht. So, dann gehen wir mal richtig in den Turm rein. Ein Turm, den ich sicherlich... sofort schaffen werde. So wie es gerade ausgesehen hat. Oh, das sind aber auch ekelhafte Dinger. Hm.
Ah, da ist was. Okay. Ach Mann, Mario. Oh, da ist ein... Ja. Oh, besser verkacken kann ich das aber auch wirklich nicht hier in den, mit den Sprüngen. Ja, Stern, ich brauche dich jetzt auch nicht mehr, bis ich da oben bin. Bringst du mir auch nichts mehr. Oh, der Pilz, der könnte mir was bringen. Und noch immer keine Starcoin. Das macht mir ein bisschen Sorge. Okay, da oben wird eine Starcoin sein. Auch nicht? Ich dachte, da geht's rein. Ja gut, dann bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wo denn hier die Starcoins sein sollen. Ja gut, da ist eine. So macht's ja keinen Sinn. Okay. Nehmen wir eine Eisblume. Von denen haben wir jetzt so viele. Und dann versuchen wir es auf ein neues. Und man kriegt hier den Ei. Oh, super. Damit ist es natürlich deutlich einfacher. Oh nein, dich kriege ich. Aber hier ist trotzdem nichts. Das kommt mir halt so komisch vor. Nein! Oh, das war knapp. Oh, damit kommt man hier so gut durch. Nicht zerquetschen lassen. Oh, Mario, wieso... Wieso wirbelst du so ekelhaft? Die Frage bleibt, wo ist hier... Wo sind hier die Starcoins? Ich gucke jetzt wieder an den Wänden überall, aber ich finde keine Stelle, wo eine Starcoin sein könnte. Na toll. Und wieso ist dieser Block auf einmal da drin? Jetzt ist er rausgekommen. Okay. Naja, was soll's. Wie kriege ich hier meine Dings wieder? Man sieht ja auch eigentlich, welche Wände durchlässig sind. Scheiße, bin ich blöd. Arschloch. Mann, jetzt kann ich es schwer versuchen. Wenn ich wenigstens wüsste, dass das die erste Starcoin ist, aber... Oh, Mops, ich fange von vorne an. Ist aber egal, wir müssen ihn einfach nur in jeder Welt einmal fangen. Für die 100%. So, ich nehme wieder die Eisblume, damit ich jetzt sofort eine Super-Eichel kriege. Und dann gehe ich jetzt sofort nach oben. Ich gucke gar nicht erst, ob da unten noch irgendwas anderes ist. Denn, naja, ich wüsste nicht, wo da jetzt noch was sein sollte. Ich bin mir sicher, dass irgendwo was ist, aber... Ich finde es halt nicht. Im Notfall muss ich irgendwann mal gleich nachschauen. Aber, ja.
Wäre natürlich besser, wenn das nicht nötig werde, würde. Vielleicht ist es ja auch die erste Starcoin. Oh, da wäre ich fast zerquetscht. Super, jetzt bin ich... Ich muss jetzt wenigstens so groß bleiben, bis ich... bis ich da den Eichelpilz kriege. So. Bitte, bitte, bitte. Ja, es ist die erste. Oh, es ist die erste. Der ganze Aufwand war sowas von... naja. Und die ganze Sorge war sowas von umsonst. Ich meine, die haben wir jetzt sicher. Außer ich gehe hier Game Over, aber... das kann eigentlich nicht passieren. Sicher bin ich mir allerdings nicht, so wie ich gerade spiele. Und hier ist nichts. Okay. Na gut, hier kann man ganz gut abkürzen. Das gibt nur eine Eiche. Die lasse ich da mal liegen. Die rollt ja einfach... ja, genau deshalb. Die geht ja nicht kaputt. Da ist was. Okay, da oben ist eine Starcoin. Das ist auch nicht schlecht. Und das ist die zweite, juhu. So. Dann kann das ja doch noch ein Erfolg werden. Zwar ein sehr verspäteter Erfolg, aber... nein. Na toll. Ist das sofort die nächste Starcoin, oder? Ah, sieht so aus. Hilfe. Nicht zerquetschen. Ah. Okay, hier bin ich aber sicher drauf. Mehr oder weniger. Das ist die Starcoin. Okay. Eine sehr komische Stelle hier. Aber ich muss sagen, die zweite Hälfte des Turms ist deutlich angenehmer als die erste. So, jetzt nur noch zum Boss. Ich bin gespannt, wie Kame kämpft. Ja, wir sind auch sofort hier. Oh, das wäre natürlich richtig frustrierend gewesen, wenn ich hier oben wäre und kann hier durch die Wand gehen und sehen, hier ist eine Röhre, in die ich nicht reinkomme, weil es der Rückweg ist. Gut, dass wir das nicht erleben. Wir erleben ja so schon schlimme Sachen. Ah, okay. Ich bin ganz froh, dass ich erstmal fliegen kann. So, dann greif mich doch an. Okay, es wird gefährlicher. Ah. Oh, Kamek, du Blödmann! Spawn doch nicht in mir drin. Oh. Genau, raste aus, raste aus. So, hat er verdient.
Ja, gut. Dann haben wir das hier immerhin geschafft. Ich würde sagen, das ist ungefähr die erste Hälfte der Zuckerwatten-Wolkenzone. Ein bisschen mehr kommt noch. Aber okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis beim nächsten Mal dabei, wenn es ins Geisterhaus geht. Ja, und bis dahin, alles Gute.